Hip-Hop ist nicht nur Musik, sondern auch Tanz und in Europa inzwischen sehr, sehr weit verbreitet. Als im Jahr 2010 in dieser absoluten Männerdomäne zwei afro-schwedische Frauen plötzlich einen der renommiertesten Tanzwettbewerbe gewinnen, nimmt die Filmemacherin Tora Martens das zum Anlass für eine Doku über das starke Duo Nikki und Martha. Nikki und Martha ist nicht nur ein Film für Hip-Hop- oder Tanzfans. Er erzählt mit einer unglaublichen Intensität und Nähe von zwei starken jungen Schwedinnen, die auf der Suche nach ihrem Weg im Leben sind. I've seen a lot of contests. Too many contests with the same things happening. Today is the first time that I've ever been to a dance contest where the women were more intimidating than the men. Not about that. I don't understand why it has to be divided. There's no point at all. If it's many people, there's different ways of doing it. There's different ways of doing it. We don't have to settle it up and let the girls dance with the girls and the guys dance with the guys. We need each other's flavors. Okay. I need your flavor, you need my flavor. We need it. That's what's up. Dans är min terapi. Jag dansar för att snacka av mig. Det som jag har haft på hjärtat, det är det på hjärnan. Man är fri. Den beiden Afro-Schwedinnen zuzuschauen, wie sie sich selbstbewusst, schwedisch parlierend, durch den Film bewegen, gibt ihm nochmal eine besondere Perspektive. Man ist bei Schweden einfach zu sehr auf schlichtes Möbeldesign und blonde Menschen programmiert. Ich will sehen, der Beste da kommt. Hey. Hey, Papa.